Hallo meine Lieben, ich bin die Sarah Kreativ und heute wollte ich euch ein paar Tipps und Tricks von uns Smiley für Kinder zeigen. Ich finde es am besten, das Smile-Papier in den Dokumentenablagen aufzubewahren. So ist das Papier immer zur Hand und die Kinder lernen, Ordnung zu halten. Einen Stiftehalter könnt ihr ganz einfach aus einer Waschmittelflasche selber machen. Dafür das obere Teil abschneiden, mit ein paar lustigen Stickern dekorieren und mit den Stiften füllen. Fertig! Und dank dem praktischen Griff können eure Kinder den Stiftehalter mitnehmen und malen, wo auch immer sie wollen. Die Reste von Wachsmalstiften könnt ihr wieder upcyclen. Dafür die Wachsmalstifte schneiden, Silikonförmchen damit füllen und 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen schmelzen. Und tada! Neue coole Wachsmalstifte sind fertig und Kinder können losmalen. Eine Malpalette für Kinder lässt sich ganz schnell aus einem Eierkarton machen. Dann nur noch Spitzen abschneiden, die Palette mit den Farben füllen und Pinsel einstecken. Die gemalte Kunstwerke muss man auch irgendwo aufhängen. Dafür habe ich eine große Leinwand genommen und zusammen mit den Kindern ausgemalt. Die Leinwand habe ich im Kinderzimmer aufgehängt und die Bilder mit Reißzwecken drauf befestigt. Damit es beim Malen keine Sauerei gibt, könnt ihr den Tisch mit Plastikfolie bedecken. Nach dem Malen einfach die Folie abziehen und der Tisch bleibt sauber. Ihr könnt auch einen Ziplockbeutel mit den Farben füllen, Luft rauslassen und fließen, auf dem Fenster aufhängen und drauf malen und unterschreiben. Erik war wirklich begeistert davon. Malen ohne Sauerei geht auch in einem großen Karton. Danke Amazon! Die Kinder mit den Stiften reinsetzen und schon sind sie eine ganze Weile damit beschäftigt. Und wenn das Video euch gefallen hat, für diesen Daumen nach oben zu machen und meinen Kanal zu abonnieren. Okay. Tschüss!